Servus und habet ihr die schön, dass ihr wieder reinschaut. Die Stimme ist zwar immer noch nicht die beste, aber wir zocken eine Runde mit Evil Dynasty. Heute ist nicht mehr aus, es kribbelt in die Finger. Genau, wir sind im Winter angekommen. Ah, herrlich. Sehr schön. Die Falle ist gut. Und ich friere mir den Arsch ab, denn ich hab mal wieder nichts eingepackt. Eieieiei. Page-Stiefel, Umhang. Es gab ein Unwetter. Genau. Und dieses Unwetter, das hat uns einmal ganz geschmeidig ein bisschen was zerlegt. Und das müssen wir jetzt reparieren, bevor wir loslegen. Denn sonst frieren unsere Leute. Und das ist eine zielführend. Ne? So. Also, wir haben folgendes. Genau, wir ducken jetzt mal raus. Schaut's mal, oh. Ah, herrlich. Chefin, geht's dir gut? Ja, geht dir gut, ne? Geht dir gut, schau mal. Ist das nicht hübsch, hä? Heute haben wir so einen kleinen Knips daheim. Werd die Frau, von und zu. So, gut. Ich habe in der Nacht noch ein bisschen Brennholz hergerichtet, aber was wir jetzt machen müssen, ist mal schnell schauen, was jetzt kaputt ist. Reparatur? Wie schaut's denn aus? Also, da unten sehe ich schon Dächerhand kaputt und so weiter und so fort. Wir schauen mal ganz kurz rein, was haben wir denn alles an Defekte? Also, wir haben die einfachen Häuser. Gott sei Dank. Oh nein. Das ist jetzt ärgerlich. Denn da habe ich echt viel Arbeit reingesteckt in der letzten Folge. Und das ist defekt. Das finde ich nicht schön. Überhaupt nicht. Aber naja, so ist das Leben, gell? Der Brunnen hat einen Bäcker, das haben wir gesehen, die Landwirtschaft nicht. Und hier haben wir noch die Schmiede hat und die Werkstatt hat ein bisschen was. Aber die sind relativ einfach zu reparieren. Da holen wir uns jetzt ein bisschen Stroh. Wo ich ein bisschen bedenken. Wow. Alterle, was ist denn da los? Ey, schau mal. Okay, wir brauchen auch noch einen Hammer. Den so einen haben wir nicht mehr. Den holen wir uns jetzt aber da herin. Also, pass mal auf. Also. Mein Gutste, wir brauchen ein paar Bretter, weil ich glaube fast, dass uns hier was kaputt gegangen ist. Dann werden wir uns Stroh und Stein mitnehmen. Kalkstein nehmen wir uns, die fünf nehmen wir uns auch mit. Wer weiß, was da alles hin ist. Oh je. Stein nehmen wir uns mal 6 Stück mit und Stroh nehmen wir uns. Dann nehmen wir uns. So, okay, gut. Jetzt gehen wir mal los. Reparieren wir mal schnell was. Oh, alle. Da ist ja richtig viel im Eimer. 3 Stück, 1, 2, 3, noch und reparieren wir mal schnell das Häuschen. Oh je, unter Holzstamm. Ah, ich wollte ja auch noch. Stock, komm her. Wir wollten noch ein paar Holzstämme mitnehmen. Ne, das ist zu viel. Wie haben wir denn da drin? Holz, Holzstamm. 57. Dann nehmen wir uns mal 4 Stück mit. Stein haben wir jetzt natürlich nichts, gell? Habe ich da noch was rumliegen? Nö, aber unten haben wir noch was. Wir sammeln hier einfach mal schnell was ein. Ist ja nicht so, als hätten wir hier nichts rumliegen. Genau. Hauptsache, das wird wieder. Hier, zack, bumm. Der ist durch. Dann haben wir uns hier noch ein paar Steine. Wenn wir denn schon da sind. Ah, das ist echt ärgerlich. Ich hoffe, dass unten an dem Haus nicht zu viel kaputt ist. Das ist ja voll für den Eimer. Das ist aber jetzt oberste Prio. Mir fehlen noch ein paar Stöcke. Okay, das kriegen wir hin. Zack, zack, zack. Komm. Rasimir. Auf geht's. Dein Dorf ist im Eimer. So. Gut. Da sammeln wir natürlich noch den ein oder anderen Stein noch schnell mit ein, weil das. Oh, ich hätte da ein bisschen besser drauf aufpassen müssen. Was das Event. Naja, okay, gut. Es war ja klar, im Herbst hat man oft so Events. Wo einem der Sturm ein bisschen was kaputt macht. Aber ja, da ist noch. So, also, machen wir mal schnell hier. Zack, zack, zack. Die Tür ist wieder ganz. So, ist unser Häuschen. Jawohl, ist gut. Dann gehen wir hier hin. Da schau an, hey. Das ist doch der Wahnsinn. Selbst der Brunnen. Oh, Blätter. 2%. Zack, okay. Der ist auch wieder gut. Ah, hier haben wir Stöcke und Rettach. Oh, da. Naja, da hat es ja noch ein bisschen was.
Da hat es ja nur ein bisschen was zerlegt. Das geht ja alles. Das ist ja alles nicht so schlimm. Das ist ja alles nicht so schlimm. So, dann noch ein Dach. Zack, zack, zack. Ich hoffe, dass wir da unten jetzt keine Dinger nicht brauchen. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Jetzt ist hier wieder alles grün. Dann gucken wir weiter. Ah, apropos, ich sammle gleich mal noch ein paar Steine ein. Nämlich, das ist... So, sehr gut. Lieber haben wir ein paar zu viel. So, oh je, ich kann es schon sehen bis hierher. Da oben, da, haben sie was. Ah, na, da brauchen wir nur Steine. Okay, das ist gut. Das heißt, man muss es nicht nochmal verputzen. Das hätte sich ja ändern können, ne? Oh, ich habe keinen Holzstamm mehr. Naja, gut, dass wir hier noch einmal ein paar rumliegen haben. Zack, auch gut. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir nur Steine, die fehlen. Zack. Haben wir sonst noch was? Ja, da hinten. Oh, alle. Und da oben ist Dach auch noch. Da ist halt jetzt die Frage, ob man da nicht hergeht und sagt, haha, jetzt, wo das Dach eh kaputt ist, war ich gar nicht richtig drauf, aber nö. Machen wir dann nochmal bei Gelegenheit. Wenn wir viel genug haben und das Dorf eine gewisse Größe hat. So. Was hat es uns denn noch zerlegt? Einfaches Haus. Wo ist jetzt das? Das ist hier. Ist direkt vor mir. Gewinnung fehlt uns nur das eine Landwirtschaft. Und hier haben wir noch die Näherei, wo noch niemand drin ist. Das Lager hat auch noch nichts. Das passt. Okay, also hier ist noch ein Häuschen. Das hat irgendwo einen Schaden hier oben. Und da hinten. Ach je. So, zwei Steine und zwei sind vier Steine. Die kriegen wir hier noch irgendwo her. Eins, zwei. Na komm. So, drei und vier. Ei, Karamba. Oh, da fehlt ja weiter. Ja, schau dir das an. Das ist ja gar nicht feierlich. Da fehlt es ja himmelweit. Wer tut denn sowas? Nee. Da müssen wir einmal krank. Er hat einmal Husten und dann sowas. Und dann sowas. Das ist ja der Wahnsinn. Haben wir mal einen Holzstamm? Haben wir hier einen Holzstamm? Ja. Bauen da noch sechs Steine. Die kriegen wir aber auch noch irgendwo runter. Irgendwo kriegen wir sie schon noch her. Dann haben wir einen Stock. Da. Holen wir uns mal hier so ein, zwei Steine. Eins, zwei, drei. Hier haben wir noch. Ah, sehr schön. Hier. Zack, zack. Und zack. Jetzt haben wir. Das soll es gewesen sein. Ich darf nur nicht zu weit dahinter, denn da hinten haben wir Wiesent. Und die können einen so richtig, richtig anheizen. So, machen wir hier mal zu. So, sehr schön. Et voilà, jetzt ist wieder alles repariert. Puh, ich wäre fast schief gegangen. So, genau, wir haben, und zwar folgendes. Die ist ganz schwer am Schuften. Hier unten haben wir jetzt ein Haus, das ist leer. Genau, mach mal deinen Hammer weg hier. So, mal weg. Genau, wir haben hier unten ein Haus und ich habe noch niemanden für die Näherei. Für die Näherei. Außerdem muss noch jemand umziehen. Eigentlich müsste ich um... Wir können ja mal gucken. Wir können uns ja mal einen oder zwei leisten. Ich muss hier ins Lager. Ich muss das ganze Zeug nochmal rausschmeißen. Zack, 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 zack. So. Genau. Folgende Idee. Stock und Stein. Ich kann nicht dran vorbei. Also trotz Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ne? Stöcke, Steine, Bretter. Da kann der Bub nicht dran vorbeilaufen. So. Ja, warte, die Bretter wollte ich hier rausschmeißen. Jetzt sehe ich nur noch zwei. Die haben wir hier raus, die Bretter. Holzstamm, wie Bretter. Ganz oben. Fuchs, ganz oben. So. Sehr schön. Kalkstein und das Zeug, das tun wir wieder zurück. Stein, Stock und Stroh auch. Sehr gut. Hatte ich nicht mal mehr Breitwegerich? Ist das alles verbraucht? Wie hast kaut? Flammensetzling. Ah, genau. Apropos Setzlinge. Wir könnten anfangen, im Winter jetzt das Zeug einzusetzen. Und die Wege mal herzurichten, wo wir es denn haben wollen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eine gute Idee. Wir holen uns mal
den Pflaumenbaumsetzling nehmen wir mal mit. Die Holzstämme lassen wir da. Den Kalkstein lassen wir da. Den Stein, den Stock und das Stroh. So, sehr schön. Optimal. So, dann habe ich noch woanders auch Setzlinge. Die, da ist wieder ein Ding drin. Die holen wir uns jetzt aber gleich. Jetzt schauen wir erstmal hoch. Ich hätte ja gern noch jemanden. Und ich habe mir ja da in der letzten Folge, die ja schon ein paar Tage her ist, noch jemanden angelacht. Genau. Zack, noch ein paar Steine. Oh, oh, da kann ich nachts wieder laufen ohne Ende. Und mir das Zeug holen. So, jetzt passt mal auf. Wir haben hier in der Gewinnung, die haben alles, gell? Der Holzbedarf ist ein bisschen höher als das, was wir auf 3 Tage verbrauchen. Das heißt, es wird leer werden. Wasser passt, Essen passt auch. Dann werden wir nochmal Holz nacharbeiten müssen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir holen uns jetzt noch einen neuen Dorfbewohner. Und den habe ich in Varanica sitzen gehabt. Jetzt ist natürlich die Frage, sind die im Internet losgezogen? Ja, Fuchs. Komm da aus der Buste, der Bub. Ja, sagst du, hey. Machen wir halblang. Mein Gutste. Weißt, ich bin ja noch krank. Ne? So. Sodala. Okay. Genau, die ist gut. Die könnte man als Näherin nehmen. Oder die Erwina. Oh, ja, gut, okay. Die ist gut in Diplomatie und in... Tja, die wäre noch im Jagen gut, gell? Im Fischen. Aber dich möchte ich eigentlich haben. Hallo, mein Gutste. Ich bin gerade dabei, eine Siedlung aufzubauen. Auf geht's, großartig, wir sehen uns dort. So, jetzt passt mal auf. Die Gutste, die Ingrida. Hier rein. Bestätigen, die zieht jetzt da ein. Das müssen wir dann einmal schön machen. In die Näherei, leeren Arbeitsplatz. Naja. Was braucht denn die in der Näherei? Das muss ich nur schauen. So. Wir gucken mal. Näherei, was braucht denn die an Material? Kein Material. Das ist natürlich schlecht. So. Wir können Arbeit. Kein Material. Arbeit. Kein Material. Okay. Die kann da jetzt produzieren. Das ist gut. Die wird... Wow. Bist du vom Flash die... Brennen. Naja, gut. Genau, wir müssen uns dann auch mal Wege hier hinbauen, weil die laufen jetzt da außen rum. Wir brauchen doch immer einen schönen Weg, ne? Der da irgendwie da so oben rüber geht. Lass uns was einfallen. So. Eigentlich habe ich meint, ich kann noch ein männliches Wesen mit einpacken. Aber dem war nicht so. Schade. Aber egal. So. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Legen wir uns am besten mal die Sachen an. Also das heißt, die ersten Setzlinge. Ich habe da schon eine Idee, wo das hin muss, das Zeug. Das muss ja erstmal wachsen, ne? So, dann tun wir den noch schnell entfallinieren. Halt, komm, aufstellen. So, Setzlinge. Da rein. Habe ich jetzt die alle mitgenommen? Nö. Hier, Birnbaum. Hopfen. So, sind eh nicht viel. Aber ich habe eine Idee und ich möchte die kurz zeigen. So, Rasimir, komm, auf geht's. Zack, 12 Steine schon wieder her, ist doch schön. So, hier haben wir den Weg. Der bleibt so. Und ich hätte jetzt gedacht gehabt, also unterhalb der Scheune, wer weiß, was wir hier noch anlegen. Vielleicht legen wir hier auch Mondfelder an, so kleine. So nix so Großes. Hier so, zack. So ein oder zwei von den Ahornen um die Ahorn rundum. Oder wir gehen hier, machen hier so eine Mischung. Hier in der Mitte noch ein bisschen Obst und dann hinten wieder die Scheune. Muss man mal gucken. Aber was ich jetzt eigentlich vorhabe, ist Hopfenfelder. Hopfen. Der muss hier, ist geblügt, erfordert Same. Okay, die haben hier schon Karotten ausgekaut. Ja, Sachsen, die haben ja schon voll dabei. Das ist sehr gut. Ja, ich repariere das halbe Dorf und die haben schon fast fertig. So. Was ich jetzt machen möchte, ist
gucken, wie weit ich die Plantage hier hinkriege. Boah, schaut euch das so. Schaut euch das so. Gerade so geht's nein. Jetzt die Frage, noch eins weiter rüber kann ich nicht, gell? Ich brauche mal kurz meinen Hammer. Muss mich gucken, wie weit ich dann da... Oh, das ist sehr schön. Ich kann also da noch einen Zaun hinsetzen, wenn ich wollen würde. Jetzt wartet mal. So. Hier kann ich nicht hin. Hier kann ich hin. Und noch eins weiter kann ich nicht, oder? Doch, das würde genau gehen. Boah, das ist mir aber zu knapp. Nee. Komm mal her. Ich möchte schon so, weil dann könnte ich, wenn ich wollen würde, einen Zaun noch ziehen. Das war jetzt wieder Glück, ne? Das war wieder so richtig Glück. So, 1, 2, 3, 4, 5. Zack, so. Und das gleiche machen wir jetzt hier. Das sollte eigentlich gehen. Landwirtschaft, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So. Jetzt sind natürlich die Steine alle verschwunden. Ich hätte die Steine vorher aufsammeln sollen. Aber okay. Die sind am Buddeln. Die sind am Buddeln. Eieiei, die buddelt. Sehr gut. Okay. Also das heißt, hier könnte man dann so hochgehen. Und hier oben haue ich jetzt ein paar Baumstümpfe raus, weil wir wollen ja auch mal Bier brauen. Bier brauen. So. So, 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 so. Sehr schön. Ahorn, weg mit dir. So. Hier oben kommt so eine T-Kreuzung hin. So. Und dann kommt hier oberhalb ein schönes Stück. Ein schönes Stück. Ein schönes Stück. So. An Hopfen hin. So. Also. Leute, ich sag's euch, das wird geil. Wir gucken mal ganz kurz noch den an. Den Abriss. Komm her. Den Abriss. So. Und das ist jetzt eigentlich das Geniale. Ich kann jetzt hier ansetzen und den Schotterweg weiterziehen. Und zwar genau hier in der Mitte, nach rechts und links. Und oberhalb gibt es dann den Hain. Genau. Also, jetzt pass auf. Die Frage ist, will ich denn hier... gute Frage, gell? Möchte ich denn oberhalb einen Zaun... Will ich denn überhaupt einen Zaun? Na, ich will schon einen Zaun. Hier kann ich auf jeden Fall einen Zaun hinterziehen. Aber den brauche ich eigentlich gar nicht. Ich mache hier einfach noch einen Hopfenhain her. Doch, so machen wir es. Also, wir machen mal folgendes. Zack. Wo ist es denn? Hier. Und hier? So. Wir sind jetzt hier. Und ich würde jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann dürfte ich eigentlich... Na, passt nicht ganz. Okay. Ist die Frage, wie weit muss ich hier weg? Und oder wie weit ist jetzt das? Wenn ich hier bin, dann ist es genau... Ah ja, okay, dann warte mal. Geht das? Wie weit bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich um ein wenig zu weit, okay? Sieht man im Hellen fast nicht. Wenn ich hier hingehe, hier muss ich hin, ne? Jetzt bin ich hier, habe ich hier Platz. Ne, ich muss noch um zwei nach unten. 1, 2, jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich es noch hinbauen, genau. Und wir gehen aber jetzt hier nach oben. Und jetzt gehen wir komplett durch. So, das sollte jetzt normalerweise so sein, dass wir hier durchkommen. Und, oh. Es darf nur 8x1 breit sein, oder wie? Dann machen wir es halt hier so hin. Ja. Und halt, das ist 1 zu weit schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Ganz schlecht. Also nochmal. Auf ein neues. Wir gehen her. Zack,
Zack, jetzt wo ich es raus gehabt hätte, ne? 2, 3, 4, 5. Hier hin. Oder? Hier war das. Zack. Das ist zu knapp. Ich muss noch um 1 nach außen. Genau. Also, so, 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 so. Um 1 nach außen. Jetzt ist das hier genau an, abschließend. Jetzt gehen wir hier hoch. Zack, zack, zack. 4, 5. So, genau. So, das war das erste. Und das gleiche machen wir jetzt hier drüben. Und dann sollte es normalerweise noch so richtig cool ausschauen. Also danach. Und dann geht es dann da hinten raus aus dem Dorf und Richtung Branica. Und auf die andere Seite, hinterhalb von meinem Haus, geht es dann rüber nach Branica. Ha. So, schauen wir ungefähr hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal. Stopp, das war das Falsche. Also, wir sind hier. Ungefähr da. War eins zu weit. Okay, dann hier. Jetzt. Genau. Das sollte passen. Und jetzt rumpeln wir 5, 6, 7. So. Genau. Zack. Das war's. Sehr schön. Jetzt ist das hier alles eine Linie. Und wir haben jetzt hier 4 so Felder und da können wir dann voll anpflanzen. Dann kommen jetzt nämlich hier schon danach die ersten zwei Hopfensetzlinge rein. Und hier würde ich dann schon anfangen mit, jetzt gehe ich mal schnell mit der Hake. Ne, mit der Hake gehen wir noch nicht durch. So, wir machen jetzt mal folgendes. 6, zack, 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 zack. So, Hopfen machen wir noch nicht, aber wir haben ja 2 Birnbaumsetzlinge. Und zwar werde ich den hier hinsetzen. Zack, einen Birnbaum. Sehr schön, oh mein Gott, das ist cool. Und einen zweiten Birnbaum. Zack. Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Ich glaube nicht mehr, gell? Hopfen. Doch, Pflaume. Pflaume machen wir ganz unten. Soll ja richtig schön bunt werden. Im Sommer, im Frühling schaut es danach was aus. Das wird auf jeden Fall hier unser Obstplantage. Da hinten, da werden wir keinen anpflanzen. Da haben wir jetzt halt unser Getreide. Und hier kommt ja die zweite Scheune hin. Also unterhalb hier. Hier kommt die zweite Scheune hin. Und da werde ich kein Obst nicht ansetzen. Das möchte ich nämlich wieder so schön da in unser Dorfzentrum reinbauen. So, gut. So, wie schaut es jetzt aus? Da oben ist das Hopfen, das erste Hopfending schon fertig. Ne? Ole, ole, Hopfen. Zack, zack. Wo ist er denn? Da. Gepflügt, Plantage, der erste Setzling. Ui. Und der zweite. Also sowas macht man nicht im Winter. Kann es euch gleich sagen, gell? Das ist ein großer Quatsch, was ich da mache. Also man pflanzt keine Sachen im Winter. Oh. Ach, je, stopp. Ich habe... Ich habe hier einen Fehler gemacht. Schaut euch das an. Ich hätte ja da weg müssen. Eieieiei. Siehst du? Hättest du mal aufpasst, Fuchs. Dann hättest du gesehen... Halt, dass das hier oben ist. Und nicht da unten. Komm her, weg damit. Ich war schon. Ich hab da nicht geschaut. Ich bin ja auch ein Held, ne? So, also. Wir haben. Jetzt muss ich da nochmal runterschauen. Was haben wir da jetzt genau gemacht? Warte schnell, schnell. Also, wir haben gebaut. Zack, zack, zack. Und zwar so, dass das hier dann nicht mehr reingeht. Genau. Das ist genau abschließend. Genau, weil da möchte ich einen Weg drin haben. Das heißt, eins rüber und dann an der Stelle, wo es aufhört. Ja. Also, zack, zack, zack. So, eins rüber. So, und jetzt hier einfach stehen bleiben, genau an dem Eck. Hier. Hier geht's los. Zack. Jetzt passt es, oder? Schauen wir ganz kurz. Jupp. Seht ihr, jetzt sind wir genau gerade. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Länge vom Feld erwischen. Ich bin da weggeblieben, weil ich nicht weiß, ob ich das noch durchziehen möchte. So, jetzt.
So, jetzt muss ich aber mal schnell selber die Hacke anfangen. Hey, ich kann auch meine Leitner so schinden, weißt du? Wenn ich da jetzt hier. Zack, zack, zack. Komm. Ja, fast ein schlechtes Gewissen. So, mal schnell durchgerumpelt. So, dann haben wir jetzt hier noch gleich eine Straße raus. Gibt's da Fun-Punkte? Nee, gell? Zack. Dann hier, genau, hier mittig rein. Nee, warte, das machen wir anders. Wir machen es wieder mit unserem Hammer. Also das kann ich euch nur empfehlen. Da wird das Ganze um einiges schmeidiger, wenn das Ganze mit dem Hammer gemacht wird. So. Tada, sehr schön. Okay, hier könnte man dann noch irgendwas reinsetzen. Cool wären natürlich Blumen oder sowas. Aber ob es das gibt, dass man hier Blumen einsetzen kann, das wage ich mal zu bezweifeln. Stopp. Hier sind wir daheim. So. Sehr schön. Okay, da gehen jetzt wieder ein paar Steine drauf, aber das hilft jetzt eh nicht. Genau. Der Baum hier muss weg. Das hilft halt nicht. Noch ein bisschen hier rüber, oder? Jetzt dürfte es gut ausschauen. Und zack. Okay, also der fliegt hier noch raus. Denn wir müssen ja da sowieso noch ein Stück weiter. Ja, mit der Hake kommst du nicht weit, mein Bub. So, jetzt. Sehr schön. Genial. Okay, also wir brauchen Hopfensetzlinge, wir brauchen ein bisschen Obst. Und jetzt haben wir eigentlich einiges schon geschafft. Eigentlich einiges schon geschafft. Wie viel Gebäudelimit haben wir noch? Oh, der Grabungsschuppen hat wieder kein Holz, kein Werkzeug. Und der Holzschuppen auch nicht. Oh, die müssen wir unbedingt Äxte reinbauen. Das mache ich heute Nacht. Wir haben 21 von 35. Wir haben also noch 14 Gebäude. Oh, sehr schön. Wir haben noch 14 Gebäude. Dann können wir mal schon schauen, was wollen wir uns denn leisten als nächstes. Wir haben Technologie. Wir haben das Materiallager 2, das werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe ja schon Ahnung, wo das reinkommt. Ich denke zwischen die zwei Scheunen. Aber so, dass man auf jeden Fall noch was machen kann. Da kommt dann das richtige Haus, Holzschuppen 2, Materiallager 3. Also das werden wir relativ, in der Bautechnik werden wir relativ schnell hinkommen. Die Fischerhütte wäre auch frei. Kräuterhütte. Wir könnten uns also eine Kräuterhütte und eine Fischhütte bauen. Das sind schon mal zwei. Schweine und Esel. Oh, Eselstall. Eselstall. Schweine und Eselstall. Schweine und Eselstall. Das sind nochmal zwei. Das sind wir schon bei vier. Dann brauchen wir natürlich auch noch vier Gebäude dazu für die Leute. Das sind wir schon bei acht. Leute, ich sag's euch. Acht Gebäude haben schon weg. Wir haben mal so schnell verpufft. Werkstatt, Schmiede, Näherei, Küche und Marktstand. Werkstatt 3, Schmiede und so weiter und dann die Schenke. Also das wird jetzt, also acht Gebäude brauchen wir auf jeden Fall mal noch so. Und ich würde sagen, wir richten uns jetzt hier noch ein bisschen was ein, oder? Hey. Das machen wir. Also, wir haben ja ein Viertel. Das ist ja hier unten, ne? Hier unten haben wir ein Viertel, hier haben wir ein Viertel. Hier kommt die Scheune hin. Die zweite. Da brauchen wir dann auch noch Personal. Aber bevor das passiert, zu essen haben wir eigentlich jetzt viel genug. Ich würde jetzt sagen, gucken wir mal um die Landwirtschaft. Also das heißt, hier oben ist ein Lager. Das fliegt übrigens raus. Das fliegt nicht raus, das bleibt da. Oder? Nee, das... Doch, das bleibt da. Das bleibt da oben. Ja. Hier kommt noch ein Lager hin, hier unten. Ah, wenn wir hier unten noch ein Lager. Hier irgendwo. Vielleicht hier hinten. So ein bisschen abseits. Ja, so ein bisschen abseits. Hier irgendwo, da unten rein. Und jetzt ist die Frage, wo kommt unser Schweinestall und so Zeug hin? Also ich würde fast sagen, wir könnten, wenn wir wollen würden, hier. Weil hier haben wir jetzt Platz und die nächste Scheune kommt da rein.
Genau. Also, theoretisch hier. Hier dazwischen. Zwischen diesem Weg und... Ja, so machen wir es. Hier. Hier kommt dann einmal Schweinestall rein, einmal Hühnerstall. Oh, Hühnerstall haben wir ja auch noch. Eieieiei, stimmt. Wir haben ja so richtig... Dann kommt jetzt... Oh, und wie machen wir es mit unserem Ton? Gute Frage, gell? Ja, das Tonvorkommen muss reichen hier, das eine. Der Rest muss weg. Ja, so wird's werden. Schaut euch das mal an. Das ist nicht schön. Das ist doch schön. Sag mal, ein Top-Bild. Genau. Und mit diesem herrlichen Winterbild würde ich jetzt sagen, haut rein. Bis zur nächsten gemütlichen Runde Medieval Dynasty. Ich bin raus und hoffe, dass meine Stimme einigermaßen herhält für die nächsten Aufnahmen und dass das jetzt wieder bergauf geht. Ich verlinke euch hier noch die Playlist und natürlich noch die Playlist für den Stream. Wenn ihr wollt, am Freitag, wenn meine Stimme es hergibt, bin ich natürlich wieder am Start. Bis dann, euer Fuchs. Ciao.